Einbrüche, wenn wir uns anschauen, was die Insel Kuba hier produziert hat, was man verdiente damit, Anfang des 20. Jahrhunderts waren das 2 Cent pro Pfund. Im Ersten Weltkrieg verdiente man 40 Cent pro Pfund. Die ganzen Großproduzenten von Zucker, das waren die europäischen Staaten, war Russland mit der Zuckerrübe, und die produzierten plötzlich keinen Zucker mehr. Das heißt, der Zuckerpreis auf den Weltmärkten stieg extrem an, von 2 Cent auf 40 Cent pro Pfund. Und man konnte also richtig viel Geld verdienen. Und das ist die Zeit, in der jetzt hier in Fuegos das meiste Geld gemacht worden ist, wo eben die Zuckerbarone sich ihre wunderschönen Art-Déco-Villen hier bauen konnten und viel Geld in die Stadt kam. Dann ist der Zweite Weltkrieg aus, die Preise sanken auf 4 Cent, immerhin 2 Cent mehr als vor dem Ersten Weltkrieg, hinunter. Es geht dann auf das Jahr 1929 zu, Weltwirtschaftskrise. Im Jahr der Weltwirtschaftskrise wird das Pfund Zucker nur noch einen halben Cent auf dem Weltmarkt kosten. Sie merken, was für ein extremes Spiel. Das klingt ein bisschen wie Monopoly, was man da hört, wenn man diese Zuckerpreise betrachtet, wie abhängig eben auch die Zuckerwirtschaft war von den internationalen Bewegungen auf den Börsenmärkten und abhängig von Weltwirtschaftskrisen und Weltkriegen. Gingen die Preise hoch oder gingen die Preise in den Keller, machten Millionäre und machten arme Menschen. Schauen wir uns Kuba zu Ende des 19. Jahrhunderts an. Export von Kuba, 85% der Exportwaren gingen in die USA bereits. Da war Kuba noch eine spanische Kolonie. Also schon als Kuba noch zu Spanien gehörte, gingen die meisten Exporte in die USA, die meisten Importe etwa in derselben Größe, 80% kamen nach Kuba aus den USA. Das waren Bekleidung, das waren Pharmaerzeugnisse, das waren natürlich auch Lebensmittel, weil das ist ein ganz großes Problem und ein ganz großer Fehler, der auf Kuba über Jahrhunderte gemacht worden ist. Man hat, wenn man konnte, mit der Monokulturalisierung hier eben immer nur eine, man nennt das ja heute Cash Crop, so eine viel Geld bringende Sache angebaut, wie das Zuckerrohr, was wir hier auf der linken Seite sehen, die kleinen Zuckerrohrpflänzchen auf der rechten Seite sehen. Und man hat nichts anderes angebaut, weil das lohnte sich nicht. Alles andere hat man dann billig woanders eingekauft, wie eben Lebensmittel, die man selber nicht anbaute. Man steckte alles in das Zuckerrohr hinein. Und deswegen bekam man schon vor über 120 Jahren die meisten Lebensmittel aus der USA. Kuba war also schon, als es noch zu Spanien gehörte, abhängig von der USA als Absatzmarkt für seinen Zucker und als Markt, wo es eben Waren einkaufen konnte, die dann hier in Kuba verkauft wurden. Das heißt, wirtschaftlich war Kuba schon von den USA abhängig. Es gab, ich hatte es gestern schon gesagt, seit 1850 Bestrebungen der großen Zuckerrohrplantagenbesitzer, sich mit den USA zu verbinden, ein Staat der USA zu werden. Ja, so war das eben geplant in der Zeit, als die kubanische Fahne entstand, die heute doch eben sehr ins Auge fallend an die US-amerikanische Fahne erinnert. 1898, Kuba steht am Ende von 2 Unabhängigkeitskriegen. Man will weg von Spanien, aber die meisten Kubaner wollen unabhängig werden. 2 große Unabhängigkeitskriege haben Kuba erschüttert. Der erste Krieg, der 10-jährige Krieg von 1868 bis 1878. Begonnen hat dieser Krieg mit Carlos Manuel de Céspedes. Wir haben sein Marmorstandbild vor dem Palast der Generalgouverneure auf der Plaza de Armas in Havanna vor einigen Tagen gesehen. Er hat seine Sklaven entlassen, mit Machete bewaffnet und ist mit ihnen in den bewaffneten Kampf in die Sierra Maestra gezogen, im Südosten Kubas, und hat dort ja eine erste kubanische Revolution begonnen. Ziel war die Unabhängigkeit von den Spaniern, die die alteingesessenen Kreolen wie den letzten Dreck behandelten, und es ist leider nach 10 Jahren im Sand verlaufen, diese ganze Sache. Man hat sich geeinigt mit den Spaniern, etwas mehr Mitbestimmung für die Kreolen hier auf der Insel, aber mehr ist nicht bei herausgekommen. Deswegen bricht im Jahr 1895 der zweite Unabhängigkeitskrieg hier auf der Insel Kuba aus.
unter der Führung von José Martí mit demselben, ich sag mal, Generalfeldmarschall, der schon den ersten geleitet hat, militärisch, Máximo Gómez. Und der Krieg, ja, er ist fast zu Ende im Jahr 1898. Eine traurige Bilanz. Über 200.000 Tote. Mehr Tote als in jedem anderen Unabhängigkeitskrieg ehemaliger spanischer Kolonialstaaten, also Mexiko, Bolivien, Venezuela, Peru und. Mehr Tote hier in Kuba. Dazu kamen 200.000 Menschen, die gestorben sind, weil ein spanischer General die Idee hatte, den Osten Kubas leer zu räumen, die Menschen umzusiedeln, raus aus der militärisch interessanten Zone. Man hat sie in Konzentrationslager gebracht, die ersten Konzentrationslager, die wir kennen, und dort sind die Menschen an großen Krankheitsepidemien krepiert, wie die Fliegen. Das heißt, es gab knapp 500.000 Tote hier. Als Fazit der beiden Unabhängigkeitskriege zu verzeichnen. Also verheerend. Ja, und das hat auch Spanien in der Folgezeit sehr geprägt. Kuba ist fast so weit. Die Unabhängigkeitskämpfer sind fast so weit. Man ist kurz davor, sich zu befreien von der Vormachtstellung der Spanier. Die Spanier sind fast geschlagen. Die Spanier schicken noch einmal die neuesten Stücke ihrer Kriegsmarine nach Kuba. Da interveniert die USA. Warum? Was ist passiert? Im Jahr 1898 lag im Hafen von Havanna ein US-amerikanischer Militärbeobachter. Das war die Maine. Da waren über 200 US-Soldaten drauf. Ein Schiff, das dort lag, sich für neutral erklärte und den Krieg beobachtete. Und dieses Schiff explodierte im Hafen von Havanna. Viele, viele Tote, fast 200 Tote, die es dort zu beklagen gab. Und das war der Casus Belli. In den USA hat man gesagt, das waren die Spanier, die haben das Schiff beschossen und unser Schiff ist daraufhin explodiert. Die haben uns umgebracht, wir müssen hier intervenieren. Dazu kam natürlich, und das muss man der US auch zugute halten, die haben gesagt, das, was die Spanier da treiben mit den Kubanern, das ist eigentlich auf gar keinen Fall zu akzeptieren. Hier muss eine humanitäre Aktion gemacht werden, damit das Sterben auf Kuba aufhört. In den Konzentrationslagern, die Landbevölkerung, die dort eben weggebracht worden ist, aus der Kriegszone, in den Konzentrationslagern, das war ein Grund auch für die USA, also durchaus auch ein humanitärer. Ob der jetzt vorgeschoben war oder nicht, darüber lässt sich diskutieren. Aber das war einer der Gründe, warum dann die USA in den Krieg mit eintrat. Hier vor uns haben wir übrigens Zuckerrohrtransporte, die hier in die Zuckerrohr, in die Zuckermühle gebracht werden, wo das dann ausgekocht wird, so bei der Abfuhr und weiterverarbeitet wird zu Zucker. Also hier sehen wir das Zuckerschirm. Die USA interveniert. Und die neue, schöne spanische Kriegsmarine hatte zwar riesige Kanonen auf ihren Schiffen, aber leider keine Munition. Die ganzen Dinger waren so neu, dass sie überhaupt noch nicht einsatzbereit waren. Und die USA hat in der Schlacht von Santiago die spanische Kriegsmarine in der Bucht von Santiago versenkt. Darüber hinaus gab es eine Landschlacht bei Santiago. Die wurde angeführt von dem damaligen Staatssekretär im Marineministerium, ein gewisser Theodore Roosevelt, ein Name, den Sie gehört haben werden. Der hat da die sogenannten Rough Riders angeführt. Das ist das letzte Mal in der Geschichte überhaupt, dass eine Kavalleriedivision einen Krieg mit entschieden hat. Das war Theodore Roosevelt mit seinen Rough Riders vor den Toren von Santiago de Cuba, hat der dort die Spanier besiegt bei einer Landschlacht. Das hat ihm so viel Sympathien eingetragen, dass er bei den nächsten Präsidialwahlen stellvertretender Präsident geworden ist. Und dann ist ja der Präsident gestorben, dass Roosevelt, wann war es, 1901 oder 1902, ich glaube 1901, dann eben aufgerückt ist ins Amt des Staatspräsidenten. Ja, Kuba wurde 1898 ein abhängiger Staat der USA. 4 Jahre lang von einem Generalkapitän der USA regiert, einem US-amerikanischen Militärgouverneur, 4 Jahre lang Besatzungszone. Als die USA sich aus Kuba zurückzog,
ließ sie drei Militärbasen, zwei sind dann später an Kuba zurückgegangen, gegeben worden. Isla de Pinos, da gab es US-amerikanische Soldaten. Oben in Bahia Honda, wo wir vor einigen Tagen vorbeigefahren sind, auf dem Weg nach Havanna zurück, an dem geplanten Badestopp. Sie erinnern sich an die Insel, wo es so eisekalt war. Da sind wir an Bahia Honda vorbeigekommen. Da war ein weiterer US-amerikanischer Militärstützpunkt. Und ganz im Südosten des Landes, in der Bucht von Guantanamo. Und dieser Militärstützpunkt, den hat die USA bis heute nicht wieder rausgerückt. Verträge begannen 1902, sie sind auf 99 Jahre ausgezeichnet gewesen. Das hieß, im Jahr 2000 hätte die USA allerspätestens Guantanamo wieder zurückgeben müssen. Das ist nicht geschehen im Jahr 2000. Ja, was macht die USA bis heute mit Guantanamo? Das sind, ich weiß nicht, was damals vereinbart waren, $4,000. Jedes Jahr zahlt die USA $4,000 Pacht an Kuba. Seit der Revolution im Jahr 1959 zahlt der Staat Kuba diese $4,000 brav an den US-amerikanischen Staat wieder zurück und weist darauf hin, dass dieses Stück Land unrechtmäßig besetzt ist. Die Besetzung von der Bucht von Guantanamo geht zurück auf das Jahr 1902, als sich die USA also hier aus Kuba wieder verabschiedet. Hat sich aber nur deshalb verabschiedet, A, weil wir die drei Militärstützpunkte hatten und B, weil Kuba einen Zusatz gekriegt hat in die Verfassung, das sogenannte Platt Amendment. Da steht drin, dass die USA jederzeit Militär nach Kuba schicken dürfen, erlaubt von Kuba aus, wenn ein kubanischer Präsident etwas unternimmt, das den Interessen der USA, sei es politische, militärische oder wirtschaftliche Ziele, entgegensteht. Ja, und das ist natürlich fast einzigartig. Das gab es auch in Panama für die Kanalzone, die ja besetzt war bis ins Jahr 1999 durch die USA und dann erst an den Staat Panama zurückgegeben wurde. Da gab es einen ganz ähnlichen Verfassungszusatz, der aus dem Jahre 1903 datiert. Also ein Jahr nur später als in Kuba. Sie merken, wie um 1900 die USA sich ihren Hinterhof oder, wie Donald Trump das sehr charmant vor einem Jahr gesagt hat, Shithole Countries hat er das genannt, also der Hinterhof der USA, wenn ich das so nennen darf, sich gesichert hat. Und das war die Big Stick Policy, für die Theodore Roosevelt ganz bekannt ist. Militärinvasionen in derselben Zeit in der Domrep, in Haiti, in Nicaragua, überall hat sich die USA die Länder geholt, die an der Schiffsroute lagen, die durch den Panama-Kanal ging. Und der Panama-Kanal, wie gesagt, war bis 1999 in der Hand der USA. Und immer wieder, wenn Präsidenten in dieser Zone etwas unternommen haben, ist die USA interveniert. 1963 in der Domrep, 1989 in Panama selber und hier in Kuba. 1906, da waren die vier Jahre hier aus dem Haus, gab es wieder Präsidialwahlen, gab ein Ergebnis, was den USA nicht gefallen hat. Für die nächsten drei Jahre hat man hier wieder einen US-amerikanischen Militärgouverneur, einen gewissen Herrn Taft, den werden Sie kennen. Er ist nämlich nach Roosevelt anschließend Präsident der Vereinigten Staaten gewesen. Er war drei Jahre lang Militärgouverneur hier in Kuba. Immer wenn hier in Kuba Anfang des 20. Jahrhunderts etwas passierte, was den USA nicht gefiel, hat man das Militär geschickt. So auch 1917, als es in Camagüey große Aufstände gab. Da sollten Gewerkschaften gegründet werden auf den Zuckerrohrplantagen. Man wollte mehr Lohn. Die USA schickte das Militär, erschoss die selbsternannten Gewerkschaftsführer. Der Vater von Nicolas Guillén wurde so erschossen. Der ist heute hier sehr verehrt als der große Dichter Kubas des 20. Jahrhunderts, dessen Vater ist bei einem solchen, ja, bei einem solchen erschossen worden durch GIs, die der Staat geschickt hat. Aber da ging es um eine Plantage der United Fruit Company. Ja, das muss man sich immer klar machen, wie sich auch der US-amerikanische Staat dann politisch für privatwirtschaftliche Zwecke hat einsperren lassen. Die United Fruit Company hat über Jahrzehnte auch die Militärpolitik der USA gesteuert, nämlich immer in den Ländern, wo es große Bananenplantagen und Zuckerrohrplantagen gab. Da darf ich jetzt die Namen nochmal wiederholen. Haiti, Dominikanische Republik, Nicaragua
Kuba, aber eben auch Panama, Costa Rica und Honduras, die Staaten, die wir immer so ein bisschen abfällig die Bananenrepubliken nennen. Kuba war eine Zuckerrohrrepublik, ich habe Ihnen das vorhin gesagt, komplett abhängig von der USA. 1929 müssen viele kubanische Großgrundbesitzer 80% der Landfläche, der agrarisch genutzten Landfläche hier in Kuba waren, in Händen von Großgrundbesitzern. Viele der kubanischen Großgrundbesitzer sind pleite 1929. Wer kauft? Es sind US-amerikanische Großgrundbesitzer. Es ist vor allen Dingen die United Fruit Company, aber auch die Vorgängerinstitution von Del Monte und Dole, die hier in Kuba kaufen. Nach 1929 ist 50% des Großgrundbesitzes im Besitz von US-amerikanischen Fruchtgroßkonzernen. Dasselbe übrigens gilt auch für die großen Minenbetriebe. Was heißt, es gilt genauso? Nein, noch viel mehr. Die großen Minenbetriebe, die waren in den Händen von Bethlehem Steel Company, zum Beispiel Nickel, Mangan, Kupfer, Zink, was hier in Kuba abgebaut wurde und teilweise noch wird. Wie gesagt, also die größten Zinkvorkommen der Welt, sagt man hier, Manganvorkommen riesengroß, in den Händen von US-amerikanischen Minenbetrieben. Das heißt, die USA hat Kuba wirklich wie einen Teil der USA behandelt. Die großen Ölraffinerien, Texaco war hier einer der großen Mitspieler, Telefongesellschaft, Fernsehgesellschaft, Elektrizitätswerke, alles das in den Händen von US-amerikanischen Großfirmen. Weswegen wir sagen können, Kuba, das war wie ein Teil der USA. Das war vielleicht auch touristisch das Mallorca der USA. Wir sind nur 90 Meilen von Florida entfernt und das heißt, hier in den Hotels haben sehr viele US-Amerikaner Urlaub gemacht. Alles war billig und es gab Rum zu trinken, es gab Spielcasinos, Dinge, die verboten waren in den USA. Die Mafia hatte hier einen ganz großen Einfluss. Viele Hotels gehörten der Mafia. Viele US-Amerikaner kamen hier und Fleisch war billig. Menschenfleisch, Prostitution sehr, sehr hoch. Arbeitslosenquote sehr, sehr hoch. Wir haben um 1950 hier in Kuba etwa 6 bis 7 Millionen Einwohner. Über 600.000 Arbeitslose hier in Kuba. Eine immens hohe Arbeitslosenquote. Sehr viele Analphabeten. 25% Analphabetismus. Stromversorgung auf dem Land. Nur 10% der Landbevölkerung war an das Stromnetz angeschlossen. Immerhin 90% der Stadtbevölkerung. Medizinische Versorgung in den Städten sehr gut, auf dem Land uns miserabel. Und das ist die Situation, in der wir uns befinden, am Vorabend der kubanischen Revolution.